alle XP-Münzen Woche 3 in Season 4 zeige ich dir in diesem Video. Bevor ich loslege, ganz kurzer Hinweis, wie du einen Skin gewinnen kannst. Leute, ihr seht, wie viele V-Bucks ich habe. Ich verlose in Fortnite Season 4 64 Fortnite-Skins. Es gibt in Woche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeweils 7 Skins zu gewinnen. Einfach Epic Games Namen in die Kommentare schreiben, so viele Videos gucken, wie du kannst, weil jedes Video, wo du mitmachst, ist eine Gewinnchance. Und jetzt zeige ich dir, wie die Herausforderung geht. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Rundflug aller Fortnite XP-Münzen Season 4 Woche 3. Wir werden gleich starten. Wir machen nur ganz kurz den Helikopter-Stadler und dann fliegen wir einmal rum und zeigen Ihnen einfach mal die Schönheit dieser Insel und alle XP-Münzen in Fortnite Season 4 Woche 3. So, Leute, die erste XP-Münze ist eine grüne XP-Münze und die ist auf diesem Seil hier. Jetzt ist sie auch eingeblendet. Ihr seht sie da quasi. Das ist bei Camp Cod im Süden von Misty hier etwa. Ja, da ist die EP-Münze. Seht ihr sie? Da haben wir sie. Die ist quasi hier auf dieser Seilbahn. Ihr müsst einfach mit der Seilbahn fahren, da. Und dann habt ihr die erste grüne XP-Münze eingesammelt. Die nächste XP-Münze, die wir holen, ist eine goldene. Ich habe die rote ein bisschen optimiert, damit das Ganze hier super schnell und effizient geht. Ihr müsst euch einmal einen Heli holen in Teams. Sind ihr gerade alle damit beschäftigt, Iron Man zu killen? Und die Iron Man Fähigkeiten auszuprobieren. Und upsala, jetzt bin ich hier gerade echt am Baum hängen geblieben, Leute. Und die goldene XP-Münze ist hier beim Collector, beim am neuen Ort. Ja, ihr seht schon quasi in dieser Vitrine da drin ist die goldene XP-Münze. Da könnt ihr sie einfach rausholen. Und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal zwei XP-Münzen eingesammelt. So, Leute, als nächstes haben wir eine lila XP-Münze. Und zwar ist die hier bei diesem Bäumchen. Das ist bei Retail Row. Markiert es euch wieder auf der Karte. Ne? Da sind wir jetzt weitergeflogen. Und da könnt ihr wieder eine lila XP-Münze einsammeln. Denkt dran, die Münze einzubauen. Ne? Wenn ihr die einsammelt, ansonsten fliegt die euch weg. Ich zeige es euch auch nochmal ganz kurz, wie das geht. Für alle, die anderen Videos von mir noch nicht gesehen haben mit den Münzen. Seht zu, dass ihr einfach ein paar Mats habt. Und ich habe jetzt 27, das ist zu wenig. Wir brauchen mindestens 5 Flächen, das heißt, wir brauchen 50 XP und jetzt könnte man die so einbauen. Die ist aber ein bisschen scheiße gerade, wie sie da steht. Das heißt, farmt lieber noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten Baum ab, damit ihr wirklich genug XP habt, damit euch nicht die Münzen wegfliegen, ne? Weil ihr werdet gleich sehen. Na, reicht das jetzt? Okay, pass auf, jetzt zack, oben zu. Ja, die fliegen so oben raus, Alter. Die fliegen sogar oben raus, Mann. Wahnsinn, habt ihr das gesehen? Ihr müsst wirklich auch oben zu machen, sonst fliegen die einfach raus und die kriegt nicht alle XP, ne? Hier, da liegt auch noch irgendwo eine. Im Gras, dann rennt ihr hier echt wie die letzten Idioten rum und sucht die ganzen Münzen zusammen. Ah, guck mal, da hinten ist auch noch eine, ne? Also oben auch definitiv zumachen und am besten von außen bauen. Also, obwohl hier unten habe ich jetzt eine vergessen, die habe ich nicht bekommen. GG, ne? Deswegen wirklich, baut zu, sonst verpasst ihr die Münzen, Leute. Das ist echt scheiße. Und dann fliegen wir direkt weiter. So, Leute, unsere nächste Münze ist eine blaue Münze. Und die finden wir da unten in dieser, Kläranlage. Ja. Einfach sicher parken, so wie ich das hier mache. Und dann da reinlaufen. Ich zeige es euch nochmal. Da ist der Eingang, wo wir reingehen. Ne? Das ist hier diese Tür. Guckt es euch an. Wir sind jetzt hier gelandet. Ne? Da ist der Stromkasten, der Stromgeneratorkasten. Und hier ist jetzt, sind wir jetzt reingelaufen. Und rechts der Mülleimer. Da ist eine blaue Münze. Leute, die einfach einsammeln. Und dann haben wir die Herausforderung auch schon wieder einen Schritt weitergebracht. Mein Gott. Und den Heli will er ausparken hier. Das ist auch mal Highlight. Einfach mal ein paar Mal drehen. Floppen hilft öfter mal. Ihr müsst die Flugroute eventuell ein bisschen anpassen, weil bei mir ist jetzt die Zone ein bisschen ungünstig. Ich wäre sonst erst nach Weeping Woods gegangen, da eine blaue Münze einsammeln oder zumindest eine grüne Münze bei dem Strand hier. Und die ist bei der dritten Hütte, bei dem dritten Haus unter der Treppe. Die dürfte auch gleich wieder eingeblendet werden hier, wenn es auch was umzuspacken. Genau, jetzt seht ihr es quasi. Da ist die Münze, Leute. Ja. Ihr zack, das Ding einsammeln und ihr habt auch schon eine weitere EP-Münze eingesammelt. So, dann die nächste EP-Münze ist wieder blau und die ist bei Weeping Woods. Wie gesagt, da wollte ich eigentlich erst gerade hinfliegen, aber ich muss erstmal noch die andere schnell einsammeln. Und jetzt sind wir hier unten bei den Campingwagen. Ich zeige es euch nochmal auf der Karte. Die seht ihr so schön, das sind diese weißen Pünktchen hier auf der Karte. Da einfach landen, kaputt hacken. Und ich kann mir immer nicht merken, ob es der linke oder rechte war. Ah ja, ist der linke, okay. Also von dem blauen Campingwagen, ihr seht quasi, da ist die Hütte, hier ist ein lila Campingwagen. Hier sind drei auf der Seite, auf der anderen Seite sind nur zwei. Und dann habt ihr auch noch eine weitere Münze gesammelt. Und einen epischen Sieg geholt. So Leute, aufgrund des unerwarteten epischen Sieges brauche ich noch einen Heli und ich zeige euch jetzt noch die restlichen Münzen. So Leute, wir haben noch eine blaue Münze hier bei diesem Dönerstand. Bürgerstand oder was immer das ist hier halt. Ne? Park mal wieder hier ganz sachte, wie ich das so mache. Und es gibt hier zwei Grille und der Grill hier... Ne, ich gerade eh schon blau markiert habe. Da ist auch noch eine blaue Münze. Könnt ihr einmal einsammeln, drüber laufen. Na komm, zack. Was ist los hier?
Zack, und dann habt ihr eine weitere blaue Münze eingesammelt. So Leute, es gibt dann auch noch eine weitere lila Münze. Und zwar ist die hier diesen gelben Korallenblatt oder wie auch immer das Ding nennen will, drin. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht so reinbrettert, wie ich das jetzt hier gerade mache. Wobei eigentlich geht's auch. Ich würde euch an eurer Stelle, würde ich mich einfach hochbauen, ne? Und ihr könnt die natürlich auch so einsammeln. Das ist natürlich ein bisschen YOLO dann. Wie ihr seht, ne? Die liegen dann halt überall rum. Müsst dann halt super gucken, wo liegen die Dinger. Und sie einsammeln, weil sonst kriegt ihr ja nicht die vollen EP. Ihr kriegt die vollen EP bei der lila EP-Münze. Nur dann, wenn ihr alle Münzen einsammelt. Und ihr seht, das ist nicht so einfach. Weil ich habe schon wieder irgendwo eine übersehen. Ne? Ich weiß nicht, wo ich sie sehe. Wenn ihr sie seht, schreibt es in die Kommentare. Ich habe wieder irgendwo... Ach, mal da. Wieder. Die habe ich nicht bekommen. Und wenn die gleich weg ist... Oh, doch, habe ich noch geschafft. Okay. Aber es ist schon sehr gefährlich, ja. Deswegen wirklich sammelt die Münzen, baut da was drumherum. Weil es ist echt schade, die XP liegen zu lassen. Es sind unnötige XP, die man verliert. Und es sind wirklich viel XP, ja. Und ihr wollt ja alle die Maximalstufe erreichen, um dann auch den Holo Wolverine freizuschalten. Weil beim goldenen Midas war das dann auch bei den goldenen Skins in Season 2 war es ja relativ egal, aber die Marvel Skins, da will man ja schon alle sammeln und das geht nur, indem man halt anständig levelt, ne? So Leute, wir haben noch zwei grüne Münzen, wenn ich mich nicht irre. Und zwar ist eine jetzt hier bei Sweaty Sands, da wo ich es markiert habe. Die haben sich so ein bisschen versteckt hier. Genau, da seht ihr sie schon, ne? In dem Busch hier. Ich blätter da mal eben durch, damit ich das ja alles kurz kaputt mache. Seht ihr sie? Ja. Also hier ist die grüne Münze, die könnt ihr euch auch noch gönnen und dann habt ihr auch schon noch mehr grüne Münzen. Also nochmal für den Hinweis, die blaue war hier oben, ne? Die blaue war da oben, die Lila, ne? Die blaue, die wir gerade gesammelt haben, war hier, die grüne, die wir jetzt gesammelt haben, ist hier gewesen und wir haben noch eine blaue hier in etwa, eine grüne. Genau, hier war eine grüne und hier ist auch noch eine grüne. Und Leute, ich bin total übermüdet, ich bin heute Morgen... Wollte ich gar nicht wissen. Bin übermüdet, das ist die Kurzfassung. Lasst mal auf jeden Fall einen Daumen hoch, dass ich hier komplett übermüdet Videos für euch mache, weil ich merke das selber, es dauert dreimal so lange wie sonst, weil ich aber komplett platt bin. Aber okay, kriegen wir hin, kriegen wir, Leute, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, letzte grüne Münze ist jetzt hier. Das muss ich gerade selber mal gucken, ich bin hier gerade auch ein bisschen leicht. Genau, unten ist sie eben, wie ich es markiert hatte. Ja, also in dem Busch drin. Ja, wieder gut versteckt hier. Da. Ich habe keine Ahnung, warum die Gegend da oben bei mir nicht aufgedeckt wird. Ich habe es jetzt mehrfach versucht, es ist bei mir irgendwie verbuggt. Leider. Wenn ihr auch einen Bug habt oder so, schreibt es mal in die Kommentare. So, und da ist die grüne Münze. Ne? Ihr seht sie hier quasi, da ist sie. Und dann habt ihr alle Münzen in Fortnite Season 4 Woche 3 eingesammelt. Holt euch auch die Vorratskiste und ja, guckt noch auf meinem Kanal vorbei, wenn ihr noch Hilfe bei den anderen Videos und bei den anderen Herausforderungen braucht, auch Wolverine zum Beispiel. Freue mich über Daumen hoch, Abo und Glocke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Denkt dran, Creator Code wurde die Vorentragen. Ganz, ganz wichtig. Supportet mich. Dankeschön. Ciao.